Derer Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zuallererst, es wird wieder ein One-Take-Video. Ich habe jetzt über die Feiertage noch nicht die Möglichkeit gehabt, mir einen neuen Laptop zu besorgen. Und wie ihr natürlich wisst, ist mein voriger Laptop gestohlen worden nach dem Einbruch. Ich habe auch noch kein Schnittprogramm. Dementsprechend wird das hier so aufgenommen und ich werde es anschließend dann direkt ins Internet hochladen. Bevor ich allgemein anfange, ich weiß auch noch gar nicht, ich habe kein Konzept, ich habe keine Idee, ich habe mir nicht wirklich vorher überlegt, was ich sagen werde. Es gibt einfach Dinge, die irgendwie, bei denen ich irgendwie das Gefühl habe, sie an euch adressieren zu müssen, meine Stimmung mit euch teilen zu müssen. Und zuallererst mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, es war ein tolles und produktives Jahr für euch. Für mich war es das auf alle Fälle. Ich möchte mich auch bei der Maximilian Army bedanken. Wir haben in dem letzten Jahr den größten Wachstum hingelegt, den ich jemals gesehen habe, zumindest auf meinem Kanal. Also wir haben dieses Jahr über 100.000 Abonnenten gemacht. Ich hatte das Jahr zuvor noch keine 30.000 und das hat sich mit diesem Jahr geändert. Die Maximilian Army hat sich auf alle Fälle verfünffacht fast. Trotzdem hat dieses Jahr irgendwie kein besonders gutes Ende für mich genommen. Wie man auch schon in meinem letzten Video erkennen kann, ist das Ganze für mich jetzt schwierig zu realisieren. Also als ich das Video gedreht hatte, das war kurz als die Spurensicherung bei mir zu Hause war, die alles andere als wirklich professionell gearbeitet habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich sage dann auch, ja, das sind die Kästen, die wurden hier alle geöffnet, aber diesen Kasten, den habe ich schon selbst geöffnet. Das heißt, hier können keine Spuren mehr gefunden werden. Aber sie können hier Fingerabdrücke nehmen, hier Fingerabdrücke nehmen, hier Fingerabdrücke nehmen und sie schaut mich einfach an und sagt, na, ich nehme jetzt sicher nicht von jedem Kastel Fingerabdrücke, zwei werden wohl reichen müssen. Also allein schon von daher nehme ich eigentlich nicht an, dass da sonderlich viel raussehen wird. Also ich habe dann zwar noch einen Zettel bekommen mit meinen Daten und wenn ich noch irgendwas weiß oder mir noch irgendwas einfällt, dann kann ich gerne eine Mail schreiben. Und dann habe ich auch noch, es gibt so einen Fragebogen für Opfer, die Teil einer Straftat wurden und deswegen mit irgendjemandem sprechen wollen. Das fällt bei mir aber eigentlich aus, weil ich relativ aufgeklärt und reflektiert bin, dass ich solche Dinge mit mir alleine ausmachen kann. Was ich aber auf alle Fälle gemerkt habe, ist, dass mich das Ganze vielleicht doch nicht so kalt lässt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video heute drehe. Ich möchte mich entschuldigen, wenn das Ganze nicht so strukturiert ist, wie ihr es sonst gewohnt seid, sondern ich rede hier einfach drauf los. Nach dem Einbruch habe ich nicht nur mit meinen Eltern und mit den engsten Freunden gesprochen, sondern auch mit Anita. Die hat mir direkt geraten, hier gleich zu intervenieren, gleich was draus zu machen und euch das Ganze wissen zu lassen, um hier was mitzunehmen und natürlich auch mit einem Aufreger ein Video zu gestalten. Ihr wisst ganz genau, es gibt Clickbait-Videos und wenn hier was Krasses in meinem Leben passiert, dann lasse ich euch natürlich auch teilhaben. Es gab hier auch viel Verwirrung. Anhand meiner Reaktion, die ja relativ verwirrt, das war direkt nach der Spurensicherung, ich glaube 10 Minuten später hat der Livestream dann schon gestartet. Ich habe meinen Bruder, der ist spontan vorbeigekommen, gebeten, die Kamera zu führen. Wie man am Video erkennen kann, macht er das auch nicht allzu oft. Und war im Livestream noch absolut verwirrt. Also ich habe das Ganze noch gar nicht gecheckt, habe irgendwie auch, ja, wenn mir schlimme Sachen passieren, muss ich einfach auch oft lachen. Das ist so meine Art und Weise, irgendwie mit der Situation dann umzugehen. Und viele, natürlich, wenn man einen YouTuber sieht, der auch aufregende Videos hat, dann kommt man oft einmal auf die, dass das Ganze gefaked sein könnte. Es gibt hier Leute, die vehement behaupten, dass ich das Ganze gefaked hätte. Ich will auf das eigentlich gar nicht eingehen, weil ich es einfach nur dreist finde. Ich finde es wirklich, wirklich dreist, hier solche Behauptungen mit Nachdruck aufzustellen und dann Situationen hervorzunehmen aus dem Video und zu sagen, anhand dieser und dieser Stelle erkennt man, dass das Ganze nicht echt ist. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der häufigste Fall war das mit den Supreme-Stickern, die abgerissen sind. Natürlich haben die Einbrecher nicht die Supreme-Sticker abgerissen, aber das Ding ist, die halten überhaupt nicht auf diesen Boxen. Das heißt, die gehen mit der Zeit von alleine runter und wenn man dann zu fest damit arbeitet, dann fliegen die halt runter und ein Sticker hat komplett gefehlt. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, dass der einfach runtergefallen ist und der Einbrecher da drauf gestiegen ist und den dann mitgenommen hat.
Was war in den letzten Tagen? Es hat sich einfach versicherungstechnisch noch gar nichts getan. Wie auch, weil die Feiertage sind. Ja, also ich weiß noch überhaupt nicht, wie das Ganze weitergeht, was ich zurückerstattet bekomme. Das Ding ist ja, es ist doch sehr fahrlässig von mir, den Schlüssel im Postkasten zu lassen. Das war deswegen, damit die Putzfrau, falls sie kommt, hinein kann. Das war nicht besonders intelligent. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war da immer sehr unskeptisch, was solche Sicherheitsfragen betrifft. Also man kann auf alle Fälle sagen, dass ich irgendwo selber schuld nicht, weil immerhin war ich nicht derjenige, der, ja, wie auch immer. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr unvorsichtig und hat es den Einbrecher natürlich erleichtert, bei mir reinzukommen. Das mit dem Postkastenschlüssel, das wusste halt niemand. Außer halt die Ängsten. Egal. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das jemand war, der mich kennt. Ja, also entweder mich sogar persönlich kennt oder halt alle meine Videos wie Snapchat, da halt immer dabei ist, YouTube-Videos sieht, der hat sich auf jeden Fall ausgekannt. Also das war einfach gezielt. Das war einfach gezielt auf mich. Ich, Idiot, habe auch, als eine Demo war bei mir in der Straße, gefilmt, und man hat natürlich genau an den Häusern erkannt oder schlussfolgern können, vor allem wenn man aus der Nähe ist, wo das Ganze ist. Es wurde halt dann eingebrochen und ich weiß nicht, ich finde das einfach so krass, dass das kein normaler Einbruch war. Das heißt, ich breche jetzt einfach bei irgendwem ein, keine Ahnung wer das ist, und stiehl, sondern dass das einfach ganz gezielt auf mich war. Hier wurden gezielt die teuersten Klamotten gestohlen, sogar den Fernseher haben sie stehen gelassen. Den Fernseher und Laptop, also die teuren Gegenstände wie zum Beispiel Laptop, den haben sie nur mitgenommen, weil er ganz provokant auf dem Tisch stand. Also wenn der irgendwo versteckt gewesen wäre, wahrscheinlich hätten sie den Laptop gar nicht mitgenommen, oder? Aber einfach ganz gezielt die teuersten Schuhe, nur Yeezy, nur Off-White, und im Kasten einfach überall dort nachgesehen, wo Off-White hängt, dort wo es teuer ist. Nur Supreme wurde gestohlen, Off-White wurde gestohlen. Ich habe mir gedacht, ich hatte meinen Balenciaga-Hoodie mit, aber im Urlaub, aber den habe ich auch hängen lassen, der ist auch weg. Und ich finde das einfach, das Schlimmste ist nicht, dass jetzt meine teuren Klamotten oder meine teuren Schuhe weg sind. Auch wenn die Versicherung wirklich nur einen Bruchteil übernehmen wird, das ist ein finanzieller Schaden. Was viel schlimmer ist, ist, dass mein Laptop weg ist mit meinem ganzen geistigen Eigentum. Das heißt, hier wirklich Videos, die ich vorproduziert habe für meinen YouTube-Kanal, ganz, ganz viele private Fotos, ganz, ganz viele Erinnerungen vor allem und ganz, ganz viele Daten, wie zum Beispiel die ersten Auskömmlinge von Oregano, die ersten Auskömmlinge von Die Schöne und das Hypebeast, diese Ursprungsdateien, die du halt nie wieder bekommst, das ist einfach alles weg. Schlimm ist auch, wenn man sich Gedanken macht, was die Person jetzt alles anstellen könnte mit deinem Laptop, mit deinen Daten. Mein YouTube-Kanal war ja auch in Gefahr, weil ich war natürlich eingeloggt. Also man hätte jederzeit einfach aufmachen können und sich in meinen YouTube-Kanal einloggen, alle Videos löschen oder sonst irgendetwas damit machen. Danke vielmals für die vielen Vorschläge, dass ich meinen Laptop orten soll. Das habe ich natürlich probiert, aber das Ding ist halt, du kannst den Laptop nur dann orten, wenn dein Laptop eingeloggt ist im Internet. Erst dann kannst du den orten, und so dumm sind die natürlicherweise nicht. Ja, das ist halt eine Katastrophe. Aber was ich viel, viel schlimmer finde an dem Ganzen, ist einfach die Vorstellung, wie jemand da ganz dreist bei dir zu Hause hineingeht, in dein Zuhause, in dein Hab und Gut herumstöbert und sich einfach die Sachen nimmt, die dir ganz, ganz viel bedeuten und für die du hart gearbeitet hast. Ich arbeite, YouTube ist die geringste Einnahmequelle, ich muss das eh nicht immer wieder darlegen, womit ich all mein Geld verdiene, aber womit ich überall mein Geld verdiene, ich bin ja jetzt schon seit 5 Jahren selbstständig, aber das ist einfach hart verdientes Geld, für das ich mir meine Träume erfüllt habe und auch Dinge leisten konnte, die da einfach so mir nichts, dir nichts, das gehört jetzt mir, einfach genommen. Das finde ich einfach schon krass. Und auch die Vorstellung, das Bild irgendwie, ich habe mich auch hineinversetzt in die Personen, die da eingebrochen sind. Ich weiß durch Informationen, dass es 3 Personen waren, ich weiß auch ungefähr, wie alt sie sind, und ich weiß auch, aus welchem Bezirk sie kommen. Ich weiß ganz genau, dass die Polizei nichts zustande bringen wird, allein bei der Arbeitsweise, die sie an den Tag gelegt haben. Deswegen kümmere ich mich selber um das Ganze. Auch hier nochmal, solltet ihr Hinweise haben, solltet ihr etwas gehört haben, und es ist meistens so, dass Leute in diesem Alter
das nicht für sich behalten können. Das war ein irrsinniges, müsst ihr euch das vorstellen, was das für ein Win für die war. Also die kennen meine Videos, die kennen meine Klamotten, die kennen die Dinge von mir und die haben es einfach geschafft, in meine Wohnung zu kommen. Oft höre ich immer wieder von Leuten, wie krass das ist, jetzt mal meinen Kasten und den YouTube-Hintergrund in echt zu sehen. Jetzt stelle ich mir das halt vor, wie das für die war, nicht nur zu merken, hey, im Postkasten ist der Schlüssel, wir können in die Wohnung hinein, sondern auch dann hineinzukommen und dann mit Taschenlampen sich den Weg zu leuchten und dann mit Taschenlampen zu erkennen, ja, wir haben es geschafft, wir sind bei ihm drin. Und sich dann einfach all die Dinge zu nehmen, die man in Videos schon gesehen hat, für die ein krasses Gefühl gewesen sein, für mich ist es natürlich Katastrophe, dass sowas auch funktioniert. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich bin am Überlegen umzuziehen. Es sind zwar jetzt die Schlösser ausgetauscht, es wird eine Alarmanlage installiert und es wird hier alles Menschennotwendige gemacht, damit sowas in Zukunft verhindert werden kann, aber Fakt ist, es ist ein komisches Gefühl und das ist auch der Grund, warum ich die letzten Tage nicht zu Hause war. Ich bin auch jetzt nicht zu Hause, wie man logischerweise erkennen kann. Es ist ein komisches Gefühl auch für mich. Ich weiß, ich bin normalerweise der positivste und optimistischste Mensch mit einer gesunden Einstellung zum Leben. So kennt man mich ja auch, aber natürlich geht sowas nicht spurlos an mir vorüber. Auch wenn ich am Anfang mir da irgendwie nicht eingestehen wollte, dass das mir was anhat, weil das war für mich so, ja, jetzt sind die Sachen weg, egal, positiver Optimismus, aber man braucht einfach auch ein paar Tage, um das Ganze zu realisieren. Und ja, ich bin jetzt gerade so im Realisierungsprozess. Vergesst. ja. Das sind einfach so die Emotionen, die ich gerade momentan empfinde. Ich muss natürlich jetzt noch einiges checken im neuen Jahr. Ich muss mir endlich einen Laptop besorgen, damit ich nicht diese Null-Cut-Videos, die ja auch relativ zart zum Anschauen sind, wenn keine Hintergrundmusik ist, das weiß ich natürlich selbst auch. Aber ich weiß nicht, ich wollte einfach mal auch diese Seite herzeigen und auch einfach mal zeigen, dass, wie das ist. Ich habe auch viel in den Kommentaren gelesen, dass ihr diese Erfahrung auch schon gemacht habt, dass bei euch zu Hause eingebrochen wurde und vielleicht kann man sich da einfach relaten, vielleicht kann man sich da verbinden, weil es ist einfach komisch. Es ist wirklich einfach komisch, wenn jemand so bei dir zu Hause eindringt, in deinen Lebensraum und sich einfach bereichert an deinem Hab und Gut. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr komisch. Und das ist das, was ich mit euch teilen wollte. Ich werde versuchen, das jetzt nicht überhand nehmen zu lassen. Es wird auch nicht mehr allzu viel zu dem Thema geben. Vielleicht werde ich noch ein, zwei Videos drehen, um auch euch am Laufenden zu halten. Wie läuft das jetzt mit der Versicherung ab? Was bekomme ich erstattet? Und vor allem auch, wem bin ich auf der Spur? Ich habe eine Spur, ich weiß, wann es passiert ist, ich weiß die genaue Uhrzeit oder die ungefähre Uhrzeit einzugrenzen in einer Stunde. Ich weiß, wie viele Personen es waren, ich weiß, wie sie angezogen waren. Ich habe schon einiges mehr rausgefunden, ich möchte mir aber jetzt auch nicht allzu sehr in die Karten blicken lassen, da ich ganz genau weiß, dass diejenigen Verantwortlichen auch dieses Video hier sehen. Das heißt, ich sehe auch Ihnen gerade direkt in die Augen und ich kann euch eins sagen, das wird Konsequenzen haben, meine Freunde. Ihr werdet nicht einfach so damit davonkommen. Und dafür werde ich alles setzen. Ich kümmere mich darum, dass ihr geschnappt werdet. Und das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. An alle anderen, vielen, vielen lieben Dank für diese vielen positiven Nachrichten, für den Mut, der mir zugesprochen wurde. Ich lasse mich auf keinen Fall unterkriegen. Das wird nicht das Letzte gewesen sein. Das kann ich auf alle Fälle versprechen. Möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Da merkt man nochmal den Zusammenhalt in der Maximilian Army. Und ich wünsche euch auch an diesem Tage trotzdem was Positives. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Die Maximilian Army wird auf jeden Fall 2019 so richtig zerfetzen. Ihr wisst, ich habe ein geheimes Projekt geplant. Das wird auch auf jeden Fall zu tragen kommen. Früher als gedacht auf jeden Fall. Was die dritte Kollektion betrifft, nur weil die Prototypen gestohlen wurden, heißt das noch lange nicht, dass die ganze Kollektion weg ist. Die ist gerade am Weg nach Österreich. Die wird auf alle Fälle auch noch kommen. Seid auf alle Fälle gespannt. Ich freue mich schon auf das Jahr 2019 und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und eine besinnliche Zeit mit eurer Familie. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Euer Maximilian.